Wir haben jetzt hier die folgende Situation, dass wir die ohnehin geplante Abbrucharbeiten jetzt durch den überraschend gekommenen Sturm, der uns das Dach kaputt gemacht hat, jetzt vorgezogen haben und jetzt sofort mit den Abbruchmaßnahmen des gesamten Saales, der ja ohnehin in der Planung so vorgesehen war, jetzt innerhalb einer Woche durchziehen werden. Glück im Unglück ist für mich auf der einen Seite ganz, ganz klar, wo wir sehr froh darüber sind, dass keine Menschen zu Schaden gekommen sind in der Nacht, am Montagabend, als das Dach dann runtergekommen ist. Und dass, wie gesagt, die Planung sowieso ja in die Richtung geht. Das Einzigste ist natürlich, dass das Nachbarhaus jetzt Schäden bekommen hat durch den Einsturz, die wir aber auch relativ in kurzer Zeit relativ schnell beheben werden und wir jetzt unsere Planung fortsetzen werden. Ganz großen Dank möchte ich aussprechen, insbesondere an die Feuerwehr, an das THW, an Herrn Geiser von der Stadt, an die Firma IBK, die Statik in der Nacht noch geprüft haben oder gestern im Laufe des Tages, an unseren Architekten Volker Kunst und an die Firma Kiesling, die uns gestern wirklich sofort hergeeilt sind und uns den ganzen Tag geholfen haben, dass wir so schnell wie möglich alle Maßnahmen ergreifen, um weitere Schäden um weiteren Schäden vorzubeugen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ganz tolle Arbeit, was diese Menschen, die ich vorhin aufgezählt habe, und die Institutionen hier geleistet haben. Tolle Zusammenarbeit im Unglücksfall.